Hey, willkommen zur neuen Baufolge zum Modern Family House. Nein, zum Generationenhaus. So, hey und willkommen zu einer neuen Baufolge zu mehr Generationenhaus. Ich möchte heute das Intro beginnen mit einer Zeichnung von Alia. Ist das nicht cool? Das hat sie mir geschickt per Post. Wirtschaft, danke. Und es ist doch mega süß, oder? Vielen lieben Dank dir nochmal dafür. Ich habe es auch schon bei Instagram gepostet, kam richtig gut an. Sweetness-Faktor hier auf Maximum. Und heute geht's weiter mit dem Schlafzimmer der Großeltern. Ja, die finalen Details stehen natürlich auch hier an. Dann gibt es noch so ein bisschen was rund um das Haus und um die Wohnung der Großeltern. Dann geht's weiter mit der, wie heißt sie nochmal, Mirella? Wir haben ja die Familie erstellt im Livestream, es war super cool, die ist echt richtig gut geworden. Die Familie gibt es jetzt schon in der Galerie als Download, das Haus dann natürlich auch, wenn es fertig ist. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Heute geht es dann auch noch weiter mit dem Anfang der Wohnung für die Mirella und ihre Tochter, die Fine. Das ist quasi die Urenkelin der beiden Großeltern, deren Zimmer wir jetzt erst am Anfang einrichten. Bisschen kompliziert, aber ja, wir kommen da rein. Jetzt geht's los. Ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Daumen nach oben nicht vergessen. Dankeschön. So, willkommen zur neuen Folge. Heute auch mit den Sims. Ich habe die schon mal reingebeamt ins Haus. Ja, die sind schon mal in ihren Wohnungen. Dann kann man sich die Wohnung besser vorstellen. Ja, nach dir gucken wir noch nach deinem Schreibtisch. Mit euren Kommentaren. Hier unsere Oma hier, die ist auch mit dabei. Sehr schön. Die freut sich schon. Die Katze ist so cool. Ah, geil. Und wir haben natürlich die Eltern, die habe ich mal ins Schlafzimmer verfrachtet. Da oben haben wir ja noch gar nichts gemacht. Hier, es ist eine Mega-Reihe, ich weiß. Aber gut, Ding will Weile haben und wir wollen sie auch schön detailliert haben, oder? Ja, das sind die beiden, die Ellie und wie heißt er? Ruben und das war die Rosie und der Hank. Und da haben wir den Teenager, der war der Kian. Ja, das ist super. Meine Grinsebacke hier. Ja, das ist das Teenagerzimmer. Hier unser Transgender-Kind. Ich glaube, das war Alex. Genau, Alex hier. Ja. Und dann haben wir hier natürlich noch die Wohnung von der kleinen Fine. Oder Fien. Fini. Ah, ist nicht knuffig hier, knuffig. Und da haben wir die Mirella, wie gesagt, hier. Um die beiden geht es heute vielleicht noch. Wir gucken aber jetzt erstmal nach der Wohnung, weil da gab es wieder fleißig Kommentare der Großeltern. Ja, und zwar fangen wir mal an von Clara Martha Schäfer. Daniel, du hast die Vorhänge weiß gemacht und nicht beige. Ja, habe ich gemacht. Duschvorhänge hier. Ja, ich wollte eigentlich nicht so ein bisschen gelb, aber es passt hier schon besser rein. Ja, es sieht schon viel wärmer aus, angenehmer. Ne, darf so ein bisschen staubig wirken hier drin, finde ich auch. Dann gab's noch was hier, der echte Fidi. Wie wäre es mit einer Uhr im Wohnzimmer? So eine schöne alte Standuhr. Na, gucken wir mal danach. Uhren. Ja, die vergisst man irgendwie immer, ne? Die sind so ein bisschen versteckt hier auch. Da würde ich dann so eine braune nehmen, aber wo packen wir die denn hin? Erstmal hier baby.moveobjects. Hier, so, alle Cheats gibt's auf SimFancy und auf dem Teacher Mousepad. Link in der Videobeschreibung gibt es auch in XXL. Also entweder hier hin, in den Flur, weil das so ein bisschen... Dann haben wir eigentlich den Platz dafür, ne? Sonst müsste man hier die Pflanze wegschieben. Da wäre der Alternativplatz, aber da wäre sie irgendwie schöner im Wohnzimmer, ne? Komm, da packen wir die Pflanze aber da ins Eck. Und den Kalender, den kriegen wir denn hier irgendwo hin noch gebacken, hier. Dann machen wir den hier hin, Richtung Küche und unsere Haussteuerung. Die machen wir dann hier neben die Garage. Ja, machen wir das noch ein bisschen hier. Ja, Spiegel möchte ich dahinter nicht machen. Gab es auch einen Kommentar. Wir haben ja hier einen Spiegel schon. Und ich glaube auch nicht, dass das so gut wäre, hier drunter passen. Zumindest müssen wir das probieren. Aber wir haben ja schon einen Spiegel. Alles gut. Und dann hier. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber wäre nicht am Dachboden noch Platz für ein kleines Büro für den Opa? Wo er seine Bücherregale und Schreibtisch aufstellen könnte. Vielleicht an einem Buch und zieht sich dafür in ruhige Ecke zurück. Daniel kann halt wieder nicht lesen. Dann wäre unten wieder Platz für den Schaukelstuhl. Irgendwie fehlt mir auch ein Fernseher. Ich kenne keine Großeltern ohne Augenroll. Der kleine Eco-Living wäre doch perfekt. Aber das Haus wird mega, freue mich schon. Wenn es fertig ist, danke dir dafür. Und zwar habe ich mir überlegt, wir packen den Schreibtisch. Ja, wir haben zwar auf dem Dachboden noch Platz, aber das wäre sehr weit. Zum ganz anderen Eck des Hauses.
Und auch durch die andere Wohnung durch, da wäre hier noch Platz. Da wäre so ein Spielzimmer eigentlich gedacht für die Kinder oder irgendwas anderes noch. Hobbyraum, Fitnessraum, wie auch immer. Aber wir haben hier direkt angrenzend den Keller hier noch. Und ich finde das gar nicht so schlecht von der Story, weil er war ja mal ein Professor. Ja, und die sind dann hier in das neue Haus gezogen. Dann packen wir den doch in den Keller. Dann bekommt er da nochmal so einen eigenen Raum. Der ist dann näher dran. Am Geschehen hier, am Haus, in der Wohnung. Und er muss nicht so viel Treppen steigen. Und wir haben dann hier auch noch Platz. Ne? Das ist doch schon mal toll. Dann können wir das mal mit runterpacken. Die schöne Wanddeko will ich mal gern mitnehmen. Finde ich so cool. Und dann richten wir das unten ihm schön urig ein. Muss ja nicht so ein Kellerraum sein, sondern kann auch ein bisschen, ja, ausgebauter sein. Und dann würde ich sagen, machen wir hier oben. Und da kommen wir zu einem weiteren Vorschlag von Lena Kay. Ich hätte noch zwei Vorschläge. Man könnte zum Beispiel im Schlafzimmer noch ein Diplom an die Uni aufhängen. Ja, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das Abzeichen dahin. Ich glaube, der ist aber im Debug. Ich glaube, der ist im Debug. Wir gehen mal in die Packs rein. An die Uni. Machen wir das erstmal. Und dann packe ich hier nämlich ein Tischchen hin mit einem Fernseher drauf, weil die Sims können jetzt auch im Bett entspannen und auch Fernseh gucken dadurch. Und dann gucken wir mal nochmal mit dem Kleiderschrank, ob wir die nochmal ein bisschen größer machen in diese kleine Wohnung. Da gehen wir mal in alle Anzeigen und ich denke, die gibt's. Ich glaube, die sind verborgen oder sind im Debug. Da müssen wir gucken. Hier. Ehrengesellschaft, Lehrmeisterlich, Professor Level 10. Das wäre die Auszeichnung. Das ist gut. Babypunkt, ignore, Gameplay, Unlocks, Entitlement. So, wir sagen einfach mal, er hat es jetzt schon quasi geschafft. Ist auch schon ein älterer Sim. Immer schwierig, ne, wenn man ältere Sims erstellt. Die, weiß ich, schon ihr Leben hinter sich haben, aber keinerlei Fähigkeiten und Abschlüsse und so haben eigentlich. Sondern alles cheaten hier. Da können wir da auf jeden Fall mal hier das hier nehmen. Das sieht besser aus. Und ich glaube, das ist eigentlich das... Die alte Pinte hier, was? Das ist eigentlich... Oder das Diplom müsste eigentlich im Debug sein. Aber wir nehmen das. Das finde ich eh besser. Das ist gut. Machen wir das mal so. Ja, so alte Akten. Da können wir auch noch mal hier ein bisschen weiter. Da ein paar Abschlussarbeiten noch nicht korrigiert. Oder so ein bisschen was Uni-Stylo-Milo-mäßiges hier reinsetzen. Das wäre doch schön. Das wäre doch gut. Ja, würde ich mal so machen. Das sind so ein schönes Sachen dabei immer, ne? An die Uni. Schöne Bücherregale hier, da könnte ich mir auch mal noch nehmen. Dann haben wir da unten ein bisschen mehr Platz und der hat so eine eigene Grotte dann für sich, sage ich mal dazu. Ja, okay, dann holen wir uns hier jetzt aber so einen Fernsehtisch, sage ich mal dazu. Und dann können die hier nämlich im Bett so ein bisschen Fernseh gucken. Ja, machen wir das doch. Dann nehmen wir doch einen... Jetzt haben wir da für eine Kommode, ich glaube, die war aus Hunde und Katzen. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ja, eigentlich ganz schön. Antikes... Ja, ist Zeit für Freunde. Was haben wir denn Zeit für Freunde noch? Für Objekte? Zeit für Freunde gibt es eigentlich auch einiges. Oberflächen. Ja, ja. Das Pack hat viel Krams hier drin. Ja, da gibt's so einen passenden Tisch dann dazu. Aber der ist auch ein bisschen wieder anders. Aber ist vom, ne, vom Stil her gleich. Aber ich finde es okay. Den haben sie noch auch so auch aus der alten Wohnung vielleicht. Ich finde es immer cool, wenn die so ein paar Möbel noch mitnehmen. Und dann haben wir hinten noch Platz sogar für eine Pflanze. Und dann holen wir uns den Schaukelstuhl wieder rein. Der war natürlich Pflicht, ne? Ja, der ist Pflicht schon. Dann packen wir den da rein. Dann setzen wir den hier so rüber. Oder Richtung Fenster. Ich würde den dann eher in Richtung Raum setzen. Weil dann könnte man hier den Schaukelstuhl... Oder machen wir den so oder so? Ich würde den eher so machen, weil der muss noch ein bisschen nach hinten schaukeln können auch. Und dann können wir hier den Korb reinstellen. Und den Fernseher-Dinger ein bisschen rüber hier noch. Und dann können wir hier nämlich einen Fernseher aufstellen. Ja, der Wandfernseher, der geht leider nicht von Tiny. Aber eine coole Idee. Ja, der ist so ein bisschen eng hier, ne? So ein bisschen auch so, ja, so ein bisschen auch im Eck dann. Oder hier ist das Fenster halt, ne? Ja, würde schon gehen, aber für die Fenster würde man das eigentlich nicht so arg, also in der Wand jetzt nicht machen. Also wenn jetzt auf dem Tisch steht, auch nicht ideal, aber ist okay. Dann nehmen wir aber so einen normalen kleinen. Das ist der alte von der Familie, würde ich mal sagen. Also wie sieht der aus, wenn man den Fall... Ja, das ist wieder zu groß dann, ne? Aber vielleicht könnte man den zum mittelklein machen. Also, dass wir den ein bisschen größer machen, aber nicht
Vergrößern, verkleinern, machen wir mal 1.3 oder so. Ja, genau. Das ist ja nicht so arg mini, aber auch nicht so arg groß. Das finde ich ganz gut. Machen wir das doch so, oder? Ist das gut? Dann kriegen wir sogar noch ein Pflänzchen rein. Pflänzelein, komm mir rein. Dann haben die auch einen Fernseher, die guten. Ja, ja. Ich will auf jeden Fall irgendwas, wenn es geht, irgendwas, das so ein bisschen aussieht, wie wenn ich es selber gemacht hätte. Vielleicht auch das da. So ein bisschen sowas. Ich würde das aber so rum eigentlich stellen wollen. Eigentlich das Große nach hinten, aber es wird da ein bisschen schwierig, ne? Ja, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Dann lieber so eine normale Topfpflanze, so eine vielleicht. Keep it simple. Keep it simple, Alligator, ja. Ja, nee, das ist gut. Das finde ich gut. Lasst uns da noch so ein bisschen so kleine Töpfchen irgendwie noch hinstellen. Da können wir dann hier nochmal so ein Dreiergespann oder so machen. Dann packe ich den noch ein bisschen rüber hier. Dann hat sie da ihre Überwinterungspflanzen hier drin. Das finde ich gut. Und jetzt gehen wir nochmal mit dem Filter am besten. Filter, Inhalt, nee, Packs. Schicke mit Stricke hier. Wo ist es? Schicke mit Stricke. Ja, ist ein bisschen blöd, weil jedes Kind bei uns hat ein eigenes Zimmer. Das bringen uns die Hochbetten gar nicht so viel. Oh ja, hier noch ein bisschen was Buntes. Hätte ich gerne noch was Buntes hier. Was Gestricktes hier noch. Aber ich wollte ja eigentlich den Korb. Genau, der Korb. Und da würde ich den da nehmen. Den finde ich schöner mit dem Bunny. Der Bunny. Gibt es da nicht auch ein bisschen mit Lila? Aber wir haben auch so einen grünlichen. Der ist auch. Komm, dann nehmen wir den. Nehmen wir den. Dann können wir hier noch ein paar. Machen wir ein paar lila Knäule hier. Knäuels. Knäule. Wie ist richtig? Ich weiß es nicht. Dann machen wir hier das Ding weg. Dann packen wir das nämlich in die Luft hier, weil das ist auch so ein schönes, rustikales Dingens. Die können wir noch ein bisschen in die Wand, dann steht die nicht so weit vor. Dann haben wir da mal ein bisschen mehr Luft. Und dann packen wir da noch ein bisschen Deko-Krams dazu. Das haben wir auch schon draußen, glaube ich, das Objekt. Ja, das ist jetzt die Frage. Machen wir trotzdem das nochmal. Ich finde das so cool. Ja, jetzt müsste man das wieder ein bisschen hier auch in der Luft hier, ne? Alles in der Luft, du. Voll die Luftnummer hier. So. Dann haben wir da noch ein bisschen Strickkrams. Ich hoffe, die kommt da rein, aber müsste gehen. Die sind da bei den Stühlen nicht so penibel. So ein bisschen freier auch alles hinstellen, ne? Ja. So ist gut. Und das noch ein bisschen rüber. Ja, finde ich gut. Bisschen was Modernes, bisschen was Altes. Hier, der hat auch noch sein Diplom hier an der Wand. Das mit dem Holz ist so ein bisschen komisch. Dann nehme ich doch den Apfel. Abschluss an der Apfeluni hier. Das ist so ein bisschen dann noch was vom Opa hier in dem Zimmer drin. Wobei das halt auch nicht mehr so gut passt in dieses eher dann noch sehr Oma-lastige Schlafzimmer. Aber die haben das gemixt, ne? Beide hier, beide. Beide haben was davon. Aber wir haben auch noch hier, das ist ganz cool, weil es auch neu ist. Mit dem Patch kam das ja jetzt erst raus, wenn ihr die Folge anguckt. Und zwar mit dem Ignaz hier. Wo ist er, der Ignaz? Da gab es ja ein neues Porträt. Oder da gab es mehrere neue Porträts. Der Sims. Und das fände ich ganz cool, wenn wir da vielleicht so sagen, das waren die beiden früher, oder? Und da gibt es nämlich noch mehr davon, ne? Ist schon cool. Das passt sogar vielleicht. Man weiß es nicht. Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Alles cool irgendwie, ne? Ja, dann nehmen wir mal die. Nehmen wir das in weiß oder in... Ich kann mich wieder nicht entscheiden hier, ne? Dann nehmen wir mal die. Und dann nehmen wir mal den hier. Und das waren die dann früher. Aber ich meine, das ist ein bisschen kleiner noch. Das waren früher nicht so großformatige. Dann haben die da nochmal ihre Jugendfotos oder irgendwie sowas. Dann wisst ihr, wie ich meine. Dass man das nochmal so ein bisschen personalisiert hier. Das finde ich gut. Das könnte es sein. Ja, wir wären mal braunhaarig. Man weiß es nicht. Jetzt bin ich grau.
Ich habe einen Vollbart, ja. Aber könnte schon stimmen. Ja, ich find's witzig auf jeden Fall. Ja, das wäre auch gut, wenn das hier vielleicht dann wäre, ne? Das ist so ein bisschen, mir gefällt das nicht so sehr hier. Ich möchte da nochmal ein bisschen was anderes gucken. Vielleicht kann man auch sowas machen, wo die früher mal waren, zu Urlaube oder so ein paar Reisen, was die gemacht haben, oder... Das ist so ein bisschen was Persönlicheres dann immer, ne? So ein bisschen, das ist auch gut. Aber gerade diese Bilderwand mit den mehreren Dingern, das finde ich voll gut. Das würde, glaube ich, gut passen. Das würde ich auch machen. Ja, dann nehmen wir mal das. Mhm. Hier müsste da nochmal was rein. Da können wir aber nochmal was machen dann. Da können wir nochmal was reinsetzen irgendwie. Gefühlt fehlt da jetzt natürlich was für das Loch. Dann haben wir doch bestimmt irgendein Bild, was da passt. Ein Bild. Dann nehmen wir... Oh, da gibt es auch das neue Hochzeitsporträt-Dings. Ja, aber das passt jetzt, glaube ich, nicht so arg. Was hat denn... Was könnte man denn... Hier ist sowas irgendwie. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wenn man das mal verkleinert... Das könnte da... Ja gut, wäre ein Hochformat besser hier unten, ne? Oder ein... Ja, das wäre halt auch so ein Reisebild irgendwie, so ein Landschaftsbild. Sonst nehmen wir das da, das ist, glaube ich, ganz gut, ja. Das nehmen wir dann jetzt nicht in weiß, ernsthaft jetzt. Naja, gut, dann nehmen wir unser dunkelbraun. Ups, falsch rum. So. Machen wir das auch, machen wir das hier so. Ja, da waren sie mal im Urlaub oder irgendwas, haben sie da mal jemanden kennengelernt, den Johnny Depp oder so. Waren sie mal im Dschungel. Das ist doch gut. So ein bisschen Lebensstory. Und da haben sie dann ein neues, modernes Bild. Und da ist dann nochmal die... Ja, die Geister über dem Bett. War das so? Keine Ahnung. Ja, okay. So ist auf jeden Fall ein persönliches Zimmer jetzt. Ein persönliches Zimmer. Das will ich ja. Finde ich gut. Ist nicht unbedingt durchgestylt. Soll es aber auch nicht. Gut. So, was habe ich noch vergessen? Ne? Der Opa. Okay. Ja. Ja. Das ist doch ganz nice. Dann haben wir das mal so. Man könnte vielleicht auch noch irgendwo hier, also ich möchte immer noch so ein bisschen, dann brauchen wir dann halt doch noch ein Bücherregal. Dass wir da dann noch, das ist, glaube ich, hier unter Lagerung ganz gut drin, ja. Dass wir da dann wenigstens noch mal so ein Regal irgendwo hinstellen, wenn wir das noch nicht haben. Dass die da noch mal genau hier rein, zum Beispiel sowas. Dass die da nochmal, da könnt ihr dann auch Bücher rausholen dann. Also das ist ja dann wirklich ein Bücherregal zum Anklicken. Und dann ist das ganz, ganz gut. Ich glaube, die gehen mittlerweile auch, aber ja, das passt da auch ganz gut. Okay, haben wir das auch gelöst. Hier gibt es noch ein bisschen was Farbiges oder so. Bisschen, nehmen wir mal das Bläuliche, was haben wir noch? Ja, die da sind auch ganz gut. Mit den Streifen. So. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Dann wäre das auch gelöst. Dann gehen wir heute mal hoch in die Wohnung. Wie gesagt, Hochbetten wären natürlich aktuell sehr gut. Die sind ja jetzt erst vor ein paar Tagen gekommen mit dem Patch. Aber hat Patchy hier. Kleinkinder ist ja immer ein bisschen ungünstig, aber man könnte das hier reinstellen, auf jeden Fall. Also eins möchte ich unbedingt haben. Für Kind oder für Kleinkind. Denn die da wieder nicht drin ist, nicht euer Ernst jetzt hier. Das ist nicht euer Ernst. Wo sind die denn jetzt wieder drin? Dann gehen wir mal über... Ja, gerade bei Kindern passt das doch, Mensch. So, das sind sie doch. Ja, da ist wieder die Frage, nehmen wir das Gitterbett oder das, ich will eher mal sagen, das. Ja, wir brauchen dann aber nur eins auch. Und dann können wir vielleicht was Schönes drunter stellen, ist auch mal ganz gut. So, du bist jetzt eher so ein bisschen der Rot-Typ geworden, Rot-Grau. Dann können wir da mal vielleicht auch in die Richtung gehen. Würde ich mal so machen. Ganz, ganz simpel hier, nehmen wir das mal. Packen das hier rein. In die Ecke. Ist voll gut, oder? Eigentlich würde man das, glaube ich, an den Rand stellen und dann rechts oder links davon noch was anderes reinstellen, ne? Irgendwie so eine Schultasche oder so eine... Ich glaube, in die Mitte würde man das nicht stellen. Das wäre irgendwie komisch. Jetzt ist die Frage...
Wenn wir hier, also an das Kopfende kann man ja auch einen Schreibtisch reinstellen, zumindest mal einen, der ein Kästchen breit ist. Ist bei Kindern aber gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich das so ein bisschen ausbauen. Schade, dass die Strebe hier so hoch ist. Wenn die so hoch wäre wie ein Schreibtisch, dann könnte man hier nochmal so eine, wie so eine Fläche fast schon machen. Weil die sind alle so groß, ne? Ich finde das aber ganz gut mit den Büchern, wobei ich gerade merke, dass das oben durchguckt, dann können wir das gar nicht nehmen. Dann nehmen wir mal den. Ja, der ist ein bisschen zu lahmarschig, oder? Der ist so ein bisschen, ist wie so ein geklauter Schultisch. Aber der ist doch ganz gut. Da gibt es sogar was mit Rot und Grau, aber ist so ein bisschen beige. Beige dabei. Ich würde den, glaube ich, sogar ganz simpel mal machen, weil das Zeug wird eh bunt. Durch die Dekosachen dann. Aber dann könnte man auch hier in die Lücke, könnte man auch entweder mit Regalbrettern was machen, die an der Wand hängen. Oder man schmeißt da die Schultasche rein. Ich probiere das mal aus. Dann wäre hier so eine Art, ne? So eine Art, aber das ist so ein bisschen wieder zu schmal dann, ne? Das Regälchen. Ja, ist auch blöd, da kommt man auch nicht ran dann. Ne, dann machen wir das so. Und dann holen wir uns hier eigentlich ein riesiges Zimmer, da braucht eigentlich gar nichts darunter stellen. Dass wir hier dann die Schultasche reinschmeißen. Ist das bei Deko drin? Ja, Kinderzimmer, ne? Tischdeko, Salzstreuer. Echt jetzt? Mann. Zitronen, eine Voodoo-Hand und so weiter. Aber das, was man will, geht wieder unter, ne? Da haben wir das da. Das können wir auch mal probieren. Und dann hier könnte man das. So ein bisschen noch die Schultasche. So einfach so ein Kramseck ist das da hinten da. Wer hat es nicht, oder? Wir können auch hier noch an die Wand vielleicht ein bisschen was machen. Dass das hier nicht so kahl aussieht. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube. Ich bin noch nicht ganz durch mit meinen Tests. Aber das könnte noch was sein. Ich würde das auch mal so machen. Dass er nicht so hoch ist vielleicht. Ja. So ein bisschen, dass da halt ein bisschen was dekoriert ist hier für das Kind. Erstmal so ein bisschen. Ja, die Fensterfront, die ballert hier schon wieder das Licht rein. Das ist echt schon wieder... Okay, dann machen wir das hier anders, weil das haben wir jetzt auch unten schon genommen. Wir können da mal wirklich auch eine rote Wand reinhauen. Wieso eigentlich nicht? Solange es nur eine bleibt. Der ist auch cool. Sollen wir dann in das Rot-Blau gehen? FC Bayern-Style oder so. Ein Blümelein muss erblühen. Das finde ich auch cool. Das ist auch so ein bisschen so ein außergewöhnlicher irgendwie, ne? So wie du auch natürlich, Alex. Und dann könnte das ganz gut passen. Man könnte es auch hier hinten rein, dann wäre es ein bisschen mehr in der Nische. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass das so ein bisschen mehr noch in der Nische ist, das Bett. Dann hat man da ein bisschen mehr Privatsphäre, falls wieder jemand von den Eltern reinstürmt. Oder? Ist da wahr. Und da gibt es dann auch schon wieder Kind. Da würde ich dann in die Richtung gehen. Kinderstuhl. Ja. Boden, was machen wir denn da? Jetzt bin ich doch wieder im Kinderzimmer gelandet. Ich wollte eigentlich die Mirella und das Kleinkind. Aber ich würde hier dann in die Richtung vielleicht so ein braunes, gelbliches, braunes Holz, vielleicht ein bisschen ein helleres noch. Das ist fast schon wieder zu langweilig. Sieht halt hochwertiger aus, oder? Ganz weiß. Auch schön. Da kann man dann viel mit den anderen Farben da noch spielen, wenn wir das Rot und so ein bisschen drin haben. Ja, das Ding ist zu düster, finde ich, für ein Schlafzimmer auch oder für ein Kinderzimmer. Ich würde tatsächlich mal in das Weiß reingehen und dann nochmal gucken, hier vielleicht, dass man die Wände nochmal ein bisschen in einem anderen Ton macht, so ein ganz sanftes Blau oder irgendwie sowas in die Richtung. Das müsste irgendwie ein anderes Blau sein, das müsste so ein, wieso ist denn der Raum so extrem hell? So viele Lampen habe ich da jetzt auch nicht. Dass man das irgendwie noch ein bisschen weniger kalt... Ja, Blau ist auch kalt, ich weiß, aber ne, nicht so weiß langweilig macht.
Auch eine schöne Farbe. Das finde ich auch richtig gut. Und dann gehen wir doch in die Richtung mit Sockelleiste. Das ist auch schön mal. Mal das so. Da könnte man da hinten nochmal gucken, ob wir nicht hier vielleicht nochmal eine besondere Ecke machen. Das wird bestimmt auch spannend. Oder wir ziehen das hier für den Teenager zugute. Das könnten wir natürlich auch noch machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Hätte man hier vielleicht nochmal so eine Schrankecke. Weil der hat sehr viel Balkontür hier. Die ist leider nicht in schmaler. Schöne Schiebetür. Und dann brauchen wir hier noch den Schreibtisch rein. Ne, Bett und hier noch so ein bisschen irgendwas Hobby. Und hier dann den Kleiderschrank in die Nische. Das passt nämlich. Dann haben wir da nämlich auch Platz dafür, weil es hier echt komisches Eck, ne? Und dann ist hier so der Eingangsbereich. Und hier dann jede Menge Hobby und Spielraum. Dann würde ich das aber überall machen. Aber die Ecken da, die nerven mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen, ne? Muss ich schon sagen, ja, das ist wieder ungünstig mit der Leiter hier. Aber irgendwo musst du die platzieren. Ja, die passt auch nicht überall. Wenn man das so macht, dann könnte man... Ja, das wäre hinter dem Schrank dann, ne. Wäre auch noch blöd. Wenn wir das nochmal eins weiter rüber, ist auch dumm. Das ist zu viel Platz dann, was wir hier wegmachen. Wäre das so ein langer Flur. Drei Kästchen geht eigentlich noch, aber das ist mir zu eng dann. Nee, das machen wir nicht. Da haben wir noch sogar noch Platz dann in diesem. Platz ist immer gut. Platz ist immer gut. Jetzt haben wir da schon Bett und Schreibtische. Tiny House Style. In eins reingesetzt. Ja, ja, ja. Ach, das ist cool mit dem Hochbett hier, ne? Gibt es dieses Dings hier eigentlich auch noch in Rot? Weil dann könnte man das, dann nehmen wir das da statt dem anderen. Mhm. Dann machen wir vielleicht hier nochmal so eine Ecke oder so. Ja. Du kriegst dann so ein Hobby, was total viel Platz braucht. Ich weiß zwar noch nicht was, aber da finden wir was. Da finden wir was Cooles. Wir können es auch hier schräg ziehen oder so. Ja. Und dann hier, aber nicht mehr hinten auch diese Nische. Das ist blöd. Das ist blöd. Ja, und das überstrahlt auch die Wand nicht mehr so arg. Finde ich jetzt auch ganz gut. Ja, rot-blau habe ich auch schon ewig, glaube ich, nicht mehr. Also wenn überhaupt mal. Das könnte dann sehr individuell werden für dich. Das finde ich gut. Finde ich gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier in die Wohnung. Da würde ich dann echt wieder auch in die Richtung gehen von unten mit diesem schönen Hunde- und Katzenboden. Das einfach mega schön ist. Ich würde auch den etwas helleren nehmen. Dann haben wir da nämlich das irgendwie gleichmäßig hier drin. Und dann brauchen wir nicht, wir brauchen auch noch Türen und so, ich weiß, alles noch brauchen wir. Wie haben wir das denn da gedacht? Also oben ist ja das Schlafzimmer hier. Dann wäre das Schlafzimmer und dann wäre das Bad. Ne? Hier kommt noch so eine Durchgangstür rein zu der anderen Wohnung quasi, dem aber auch ihren eigenen Eingang. Finde ich auch ganz gut, eigener Eingang ist ja immer wichtig. Gerade, dass man auch sieht, es ist jetzt eine extra Familie, eine extra Generation. Und dann holen wir uns doch hier die Küche rein. In diese Nische sehe ich die Küche, hier den Esstisch. Ich glaube, wir haben es schon mal durchgesprochen. Da würde ich dann auch in die Richtung gehen. Ja, so ein bisschen moderner. Auf jeden Fall moderner als unten. Ich finde die coole Küche ganz toll. Aber da gehen wir jetzt nicht ins Rot, ne? Da würde ich eher in Schlichte reingehen. Dass wir hier so eine modernere Küche reinsetzen. Also die Junge, der kriegt da eine neue, alles neu. Und hier dann den Esstisch. Wir machen heute mal die Aufteilung und ihr schreibt mir, wie ihr das findet. Da könnte man eigentlich auch ein Zweier, da würde ein Zweier erstmal reichen. Ich mache jetzt mal irgendeinen, ne? Nur damit wir die Aufteilung haben, wie gesagt. Ist egal jetzt. Welches Objekt, sondern eher in Richtung Aufteilung gehen. Ja, hier vielleicht noch so eine kleine Bar. Ne, dass man das vielleicht so noch irgendwie macht. Dann eine schöne Abrundung. Dass es nicht so breit ist hier. Hier das Esszimmer. Das ist ja eher so ein bisschen Flur auch. Da kommt dann auch die Tür noch irgendwo hin. Und dann muss hier das Wohnzimmer rein. So ein bisschen knabbig. Könnt ihr auch hier die Küche reinsetzen? Wäre auch, glaube ich, ganz gut vom Platz her. Ne? Da ist so eine Theke, wenn wir hohe Fenster, das ist mal schwierig.
Könnte man eigentlich hier nur die Küchenzeile machen. Und hier den Esstisch ist ein bisschen, ja, das ist auch sehr nah neben der Tür. Aber wenn wir hier den Esstisch reinsetzen, hier die Küchenzeile machen, aber das ist, nee, ich glaube auch da drüben passt das Wohnzimmer besser, ja. Könnte man hier vielleicht sogar den Esstisch so ein bisschen zentraler, oder man macht da hier nur so einen Dreier-Esstisch. Die sollen runtergehen, bei Partys gehen die eh runter in die Hauptwohnung. Hätte man das so irgendwie nochmal ermöglicht. Und da dann das Wohnzimmer. Ist ja auch eine kleine, in Anführungszeichen, eine normal große Wohnung. Dass man das hier macht. Ich nehme mal gleich den schönen. Und da dann die Couch dagegen. Das ist auch wieder blöd wegen der Wand. Wegen dem Fenster da. Ach, das ist wieder. Das ist wieder was hier. Das ist wieder echt mit den Fenstern. Die bodenhohen Fenster, die verhauen uns das immer. Ja. Die sind unerbittlich. Ich würde das jetzt eher auch. Ja, aber neben dem Eingang direkt wieder die Couch da machen, ist sonst schwierig. Man könnte es auch so machen, ne? So eine Art Raumtrenner. Aber das will man ja auch nicht, oder? Wenn es nicht sein muss. Ist wieder schwierig. Wieder schwierig. Die sind auch genau in der Mitte. Da kannst du ja nichts stellen, du. Da kannst du nichts stellen. Wenn die Couch so reinsetzt und da dann doch vielleicht den Fernseher irgendwie kleiner ins Eck setzt, also einen anderen Fernseher, und dann hier so schräg ins Eck. Das könnt ihr mir noch gut vorstellen. Was haben wir denn da für ein Fenster? Ist da drunter irgendwas? Muss das Fenster hier sein? Wäre schon schön, wenn da nachmittags nochmal ein Licht reinkommt. Wir haben ja abends, also morgens und nachmittags von der Seite das Licht. Das wäre schon ein gutes Fenster, ja. Wäre schon ein gutes Fenster. Also ich würde es, glaube ich, so stellen dann doch. Upsi hier. Ja. Irgendwie. Ja, also echt, man kann auch nicht weiter weg von der Wand, sonst ist es zu nah am Fernseher wieder, ne? Wenn man es komplett schräg stellt. Auch wieder komisch. Na gut, wir können doch von dem Kleinkinderzimmer hier noch eine Wand hier schnapsen. Dann machen wir das so. Weil das Kleinkinder braucht eigentlich nicht so ein riesiges Zimmer jetzt. Man könnte sogar hier noch dann rüber, das haben wir auch noch gesagt. Dann ist hier der Eingang so schmal. Aber das brauchen wir nicht, das ist gut so. Dann haben wir das, dann machen wir das so. Dann machen wir das so und machen hier die Couch schon ein bisschen freier rein, oder? Dass man da gleich doch ein paar Kästchen hier nochmal einen Raum bekommt, ne? Aber ist ja mega. Ist ja mega hier. So ein bisschen freier alles. Dann machen wir das auch so, ne? So ein bisschen hier, so ein bisschen hier so, dass das so ein bisschen eine Wand ist. In die Richtung. Da irgendwie noch eine schöne, ne, Garderobe oder Schirmstände oder irgendwas hin. Oder wir machen das andersrum und dann hier noch so ein Sessel oder so hin, dass das hier ein bisschen freier ist einfach. So, würde ich mal sagen. Dass man da nochmal so ein bisschen hier. So eine Art so irgendwie. Ist das eine süße kleine Wohnung, oder? Hier noch so ein schöner Ecktisch oder irgendwie sowas. Ja, das wird, glaube ich, das könnte gut werden. Müssen wir noch die Türen einplanen. Und ich denke, da ist dann eine süße Wohnung hier oben nochmal. Da haben die alles, was die auch brauchen, müssen nicht so weit laufen und so. Können dann trotzdem runterkommen zur Familie oder in den Garten und so. Und das gemeinsam alles benutzen mit den anderen Kindern, was ja das Schöne ist. Das Schöne. Okay. Dann machen wir heute mal einen Knopf dran an dieser Stelle. Ihr schreibt mir mal, wie ihr das findet, was ich bisher so gemacht habe, auch heute wieder. Und kommentiert weiterhin eure Meinungen, Ideen, Kommentare. Immer eher damit. Ich würde da auch, glaube ich, dann doch vielleicht nochmal einen ganz hellen Boden reinmachen. Wäre auch schön. Irgendwie was in die Richtung. Das ist so ein schöner Boden halt, ne? Oder der helle da. Der ist so gut. Der ist so schön. Ich weiß es noch nicht.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal zu Mehrgenerationenhaus oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß. Guckt mal in die Videobeschreibung. Es lohnt sich. Versprochen. Euer Daniel. Bis dann. Tschüss.